Hallo, herzlich willkommen zum Innovationsforum der EPP 2018. Hier neben mir steht Mike Hauke, Geschäftsführer von Micronic. Micronic, auch dieses Jahr wieder auf dem Innovationsforum. Was zeigt denn Micronic hier oder was steht im Mittelpunkt des Auftritts? Ich meine, zum einen hat man in den Medien in den letzten Monaten entnehmen können, dass wir einen neuen Partner in die Micronic aufgenommen haben, die Firma VI-Tech, also AOI und SBI-Hersteller, bekannt in Europa und auch weltweit, den wir jetzt als neues Mitglied in die Micronic AB aufgenommen haben. Hier wollten wir uns jetzt zum ersten Mal gemeinsam zeigen, dass wir jetzt, ich sag mal, ein neues Produkt in unser Portfolio aufgenommen haben. Okay. Und was für ein Produkt? Worum handelt es sich? Das ist, ich sag mal, der Oberbegriff des diesjährigen EPP-Forums in Sachen Prozessautomatisierung und Digitalisierung ist gerade in SPI und AOI in der SMT-Fertigung, in der Produktionslinie enorm wichtig als sogenannter Sensor. Wie fertige ich denn meine Produkte? Und das ist ein elementarer Teil unserer, ich sag mal, weiteren Expansionsstrategie gewesen, dass wir diese Sensoren mit ins Portfolio aufnehmen können. Und von daher sind wir froh darüber, dass wir so einen super Partner jetzt bekommen haben. Okay, klingt spannend. Gibt es bestimmte Trends, die Sie zurzeit im Markt sehen? Wir sehen eindeutig, dass mehr und mehr Kunden immer kleinere Losgrößen fertigen wollen, fertigen müssen. Dass, ich sag mal, die Endkundenanforderungen immer weiter an die SMT-Linien, ich sag mal, herangeführt werden. Die Losgrößen werden immer kleiner, die Flexibilität wird immer höher und damit einhergehend auch die Prozessautomatisierung, die es überwachen muss. Und Thema Digitalisierung ist da natürlich enorm wichtig in diesem Zusammenhang. Das Innovationsforum hier, welche Bedeutung hat das für Micronic? Also wir sind, glaube ich, jetzt zum dritten oder vierten Mal dabei. Für uns als Micronic ist das EPP-Forum, ich sag mal direkt nach der SMT, das wichtigste Event in Süddeutschland. Von daher sehen wir auch in Zukunft, dass wir immer wieder hieran teilhaben werden. Das Thema war interessant, passt in unsere Strategie. Von daher sind wir froh, dass wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch weiterhin daran teilnehmen werden. Gut, das ist ein schöner Ausblick. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Dankeschön.